den Tischen oder sonst hier bei mir gibt es auch die ersten zwei, die da dargestellt werden. Und das dritte habe ich dann auch. Geht immer darum, mallorquinische Leiche zum Frühstück, zum Sahur und zum San Juan, also immer bestimmte Zeitpunkte auf Mallorca mit einer aktuellen Geschichte, die halt dann ein bisschen, also auch die Leute zum Nachdenken anregen soll. Ich schreibe immer dann, wenn ich auf Mallorca bin, wenn ich lande, dann wurzeln die Gedanken wirklich. Also kaum geht der Flieger in den Landeanflug, bin ich schon dort und kann mich schon wirklich schön auf das Ganze einlassen. Und ich war heute im Februar eben wieder dort, ja, März war es eigentlich, und ja, da kam die mallorquinische Leiche auf Loch 9, ja, in meinem Kopf, und die ist jetzt fast fertig, aber eben noch nicht so, dass ich sie schon hätte drucken lassen können. Die muss noch durchs Lektorat und durchs Korrektorat. Das Cover habe ich ja jedem schon gezeigt, ja, da konnte man ja auswählen oder voten, für welches man sich entscheidet, das ist dann eben im Druck. Die mallorquinische Leiche auf Loch 9 habe ich in dem Fall meinem Papa gewidmet. Ich widme immer bestimmten Leuten das. Und wenn man es liest, wird man am Ende wissen, warum ich das auch getan habe. Es ist jetzt März auf Mallorca, Tag 1. Sie war so müde, einfach nur müde. Am liebsten würde sie die ganze Zeit nur schlafen. Sie bettete ihren Kopf auf das weiche Kissen des Lounge-Chairs und schloss die Augen. Doch sofort tauchten die Bilder wieder auf. Schreckliche Bilder. Also hielt sie ihre Augen krampfhaft offen, ließ ihren Blick über das tobende Meer gleiten, bevor dieser den dunklen Wolken folgte, die mit atemberaubender Geschwindigkeit über den Himmel zogen. Das Wetter war wie ihre Stimmung. Deprimierend. Seit Tagen schon zog eine Schlechtwetterfront über die Insel, die Wolken ungetüme vor sich hertrieb. Hin und wieder klarte es für ein paar Minuten auf, dann erfreute sie sich an den intensiven Sonnenstrahlen, spürte die Kraft, die ihre müden Glieder wärmte und die verwundete Seele erwärmte. Aber leider wurde diese Freude stets schnell durch einsetzenden Regenschauer vertrieben. Die hielten zwar nie lange an, reichten aber aus, um pitschnass zu werden. Die Luft war zu kühl, um sich diesem Wetterphänomen ohne Regenschuss auszusetzen. Deshalb lag sie auch gut eingewickelt unter dem Vordach ihrer großzügigen Terrasse. Und genauso war es heuer März. Ich hatte noch nie schlechtes Wetter auf Mallorca, aber diesmal 14 Tage. Und deshalb hat mich dieser Anfang da so dazu inspiriert. Das aufgewühlte Meer vor ihr ließ Bilder in ihrem Kopf entstehen, die sie gerne verdrängen würde. Jede Nacht, wenn sie endlich in einen unruhigen Schlaf gefallen war, tauchten diese verstörenden Bilder wieder und wieder vor ihr auf. Wie die Wellen über ihren Kopf zusammenschlugen. Dann wachte sie schreiend auf. Sofort war ihre Mutter in ihrem Bett, sprach beruhigend auf sie ein. Mercedes, wach auf, es ist nur ein böser Traum. Komm, Kindchen, wach auf, es ist nur ein Traum. Doch sie wusste, es war kein Traum, es war die Wirklichkeit. Warum war sie nach Mallorca zurückgekehrt? In Wien hatten die bösen Träume schon nachgelassen, doch seit sie hier war, schreckte sie erneut jede Nacht hoch. Alles in der Umgebung erinnerte sie an ihre Vergangenheit. Dabei hatte sie mit allen Mitteln versucht, diese zu vergessen. Doch sie hatte sie nur verdrängt und trat nun mit brutaler Wucht wieder in den Vordergrund. Wie hatte sie dem Drängen von Dr. Bibiloni nachgeben können? Weil sie es ihm schuldig war. Ohne ihn hätte sie den perversen Kindesentführer nie dingfest gemacht. Dr. Bibiloni hatte sie angefleht, nach Mallorca zurückzukommen und ihren Dienst als Kommissarin wieder aufzunehmen. Durch Corona hatten sie viele Leute verloren. Einige Kollegen waren sogar an der Krankheit verstorben. Jüngere litten an Long-Covid. Die Personaldecke war dünn. Und obwohl die letzten Jahre nicht mehr so viele Touristen auf Mallorca waren, kam es immer wieder oder sogar vermehrt zu Übergriffen auf Touristen. Also hatte Bibiloni beschlossen,
die Sondereinheit für Touristen wieder ins Leben zu rufen. Die Saison startete gerade, mit einem Ansturm auf die Insel war zu rechnen. Denn Corona hatte seinen Schrecken verloren. Es gab noch Beschränkungen wie die Maskenpflicht im Supermarkt oder beim Betreten eines Lokals. Doch im Prinzip war alles wieder offen und die Menschen versuchten, die letzten beiden Jahre nachzuholen.